Ein riesiger, aufgewühlter Berg einer Gewitterwolke bewegt sich auf dich zu. Er ist komplett schwarz und steht in starkem Kontrast zu dem hellblauen Himmel über und hinter dir. Du siehst einen blendenden Blitz und in wenigen Sekunden folgt ein ohrenbetäubendes, peitschenartiges Donnergrollen. Und dann beginnt der Regen von oben herab zu prasseln. Der Wind nimmt zu. Du siehst, wie sich einige Kilometer entfernt die Baumkronen tief in Richtung Boden biegen und jede Sekunde näher kommen. Du erstarrst an Ort und Stelle und merkst, dass du sowieso nicht entkommen kannst. Doch als der Regen dich fast erreicht, hört seine Bewegung plötzlich auf. Nur ein paar Meter vor dir ist eine wahre Flut, aber genau dort, wo du stehst, ist es trocken und sogar sonnig. Und nach einer kurzen Weile verschüttet die wütende Gewitterwolke ihre letzten Tropfen und löst sich auf. Den Rand des Regens zu sehen, ist eine seltene Sache, aber nicht unmöglich. Der Regen muss wirklich stark sein, damit der Wind die Tropfen nicht von ihrer vertikalen Bahn ablenken kann. Wenn der Regen leicht ist, kannst du seine Ränder nur aus der Ferne erkennen. Er sieht aus wie ein schimmernder grauer Dunst, der vom Himmel bis zum Boden reicht. Der Regenschauer ist vorbei und wow, was sind das für Wolken? Die sehen extrem unheimlich aus. Nun, keine Sorge, sie heißen Mammatus-Wolken und sind völlig ungefährlich. Sie tauchen meist vor oder nach einem schweren Sturm oder Hurrikan auf. Normalerweise bilden sich Wolken, weil wärmere Luft nach oben steigt, aber diese hier entstehen, weil kühlere Luft nach unten sinkt. Es entstehen Taschen aus Eis und Wasser, die in ausgeprägten Lappen nach unten sinken. Sie halten sich allerdings nicht allzu lange, höchstens 15 Minuten, dann sind sie wieder weg. Das Wetter könnte aber noch bizarrer sein, wie regnende Tiere. 2009 sahen die Menschen in Ishikawa, Japan, eine Art von Regen, die noch nie jemand gesehen hat. Es regnete Kaulquappen. Der erste Grund, an diesem Tag war der Wind so stark, dass er all diese Kaulquappen in kürzester Zeit angehoben und weggetragen hat. Der zweite mögliche Grund ist, dass große Vögel wie Möwen sie einfach fallen ließen, während sie zu ihren Nestern flogen. Einige Wissenschaftler glauben, dass diese Kreaturen von einer Wasserhose vom Boden weggezogen wurden und später zu Boden regneten. Übrigens fanden die Menschen an diesem Tag nicht nur Kaulquappen, sondern auch Frösche und Fische anstelle von Pfützen. Und ja, es kann auch Würmer regnen. Manche Leute behaupten, dass sie Schlangenregen gesehen haben. Oh wow. Bei Pferden hört es aber bitte auf, ja? Regen ist eigentlich nichts Ungewöhnliches für Oakville, Washington, aber für diesen gibt es noch keine solide Erklärung. Anstelle von gewöhnlichen Regentropfen sahen die Leute durchsichtige, geleeartige Kleckse vom Himmel herabfallen. Diejenigen, die dieser Art von Regen wirklich nahe kamen, sagten, dass sie sich am nächsten Tag unwohl fühlten. Einige Leute denken, dass es sich um verdampfte Quallen gehandelt haben könnte, die den Regen verursachten, oder es könnte einfach Abfall von einem Verkehrsflugzeug gewesen sein. Fast das gleiche passierte 2012 in Dorset, Großbritannien. Während eines Hagelsturms wurden neben Hagelkörnern Gelatinekugeln gefunden. Forscher sammelten diese klebrigen Kugeln ein und lagerten sie in einem Kühlschrank, um sie später zu untersuchen. Wie sich herausstellte, war das nicht nötig, da die schleimigen Kleckse bei Zimmertemperaturen nicht schmolzen. Niemand ist sich bis heute sicher, woher die Kugeln kamen, aber die erste Idee war, dass es sich um Eier irgendeines Wassertiers handelte, die von Vögeln hoch in den Himmel getragen wurden. Spätere Tests bewiesen, dass es sich bei der Geleeartigen Substanz um eine Chemikalie handelte, die als Wassersperre wirkt und in vielen kommerziellen Produkten verwendet wird, sogar in Kabeln, um sie vor Wasser zu schützen.